Peace, Leute. In dem heutigen Video wollte ich mal kurz über Ärzte, Medizin, so im Allgemeinen reden. Und zwar Anlass war, weil ich einen kleinen Unfall hatte. Ist jetzt schon wieder eine Woche fast her. Und zwar in Italien. Kleinen Rollerunfall gehabt. Ich bin nicht gefahren, ich war hinten drauf und oben auf dem Berg gewesen. Gas gegeben und gleich ab am Rand wieder Hang runter. Zum Glück dann gleich umgekippt, zur Seite umgekippt und mir ist der Roller eben auf den Fuß gefallen. Und ist noch super glücklich gelaufen eigentlich alles. Sofort Leute gekommen, auch Deutsche, und haben uns sofort geholfen, haben uns dann gleich wieder zu einer Apotheke gefahren und werden uns noch ins Krankenhaus gefahren und so weiter. Glück im Unglück. Aber viel mehr ist da nicht passiert, aber der Roller ist eben auf den Fuß gefallen. Und zwar, ich kann es mal kurz zeigen. Und zwar ist der hier drauf gefallen. Und die Wunde war ungefähr so, ihr seht es hier so. War ungefähr so 2 cm lang, und es war halt einen halben Zentimeter tief schon. Also das war ziemlich tief und war dann klaffend. Ich kann auch nochmal, ich hatte ein Bild direkt danach gemacht. Und hier hinten ist es noch aufgeschürft am Bein. Genau. Da ist er eben drauf gefallen, hier ist noch ein bisschen geschwollen, ein bisschen dick. Hier sieht man eben, im Vergleich zum anderen, hier ist schon noch ziemlich angeschwollen. Aber ansonsten heilt es gar nichts gut. Am Anfang konnte ich gar nicht laufen, das geht jetzt schon wieder besser. Knochen ist ansonsten nichts, ich kann das hier alles bewegen, kann die Zehen bewegen. Und das ist also alles in Ordnung. Und aber dadurch bin ich auf ein Thema gekommen. Und zwar wollte ich euch mal fragen, wie ihr das so macht, weil danach war es gleich wieder so, fahr mal ins Krankenhaus. Und nachschauen lassen, vielleicht Typhus oder Tetanus, keine Ahnung, irgendwas impfen lassen und wegen Blutvergiftung oder dass es sich entzündet. Und ich habe mich dann überreden lassen, dann sind wir in eine Pharmazie-Apotheke in Italien rein und dann so einen kleinen Verband drüber gemacht, vorher Alkohol desinfiziert, dann ist das Blut halt nochmal geflossen, hat das Blut halt flüssig gemacht, klar, dann ist nochmal der ganze Dreck raus, aber es war ziemlich klares Blut, war, denke ich, nicht allzu viel Dreck drin oder irgendwas. Und ist dann nochmal rausgeblutet und dann Verband drüben gemacht und mit solchen Streifen getaped, praktisch drüber gemacht, damit es nicht so aufklappt sofort. Stationär dann, und dann, danach ging es dann wieder zurück. Und aber es war halt schon ein bisschen, die Leute waren echt alle super nett, super geholfen und so, echt dankbar für gewesen. Und man konnte es denen auch noch gut erklären. Ich habe dann gesagt, es ist nicht böse gemeint. Ich verstehe das ja, wenn die Leute meinen, dass man zum Arzt muss. Aber ich habe gemeint, ich informiere mich da schon seit längerem und ich denke, es ist nicht nötig. Und sie waren dann auch, haben dann gemeint, ist in Ordnung, okay. Dann, aber haben mir mal eine Adresse für einen Arzt mitgegeben, für das Krankenhaus oder so. Und erste Nacht war dann recht schmerzhaft, aber es ging dann schon. Und das hat mich eben so zu dem Thema gebracht, wie ihr das so handhabt mit allem Möglichen. Ich meine, ich denke immer, Krankheit, Unfälle, alles, egal was. Du kannst alles deuten und alles im Leben hat einen Sinn. Und man hat sich das vielleicht unbewusst geschafft, aber man hat sich's, denke ich, geschafft. Und man sollte Verantwortung dafür übernehmen. Und und warum ich mich so von Schulmedizin fernhalte, ich denke halt, man muss immer die richtigen Fragen stellen. Und wenn man schon
die falschen Fragen stellt, dann bekommt man auch keine guten Antworten. Und der Ansatz von der Schulmedizin ist ja eben schon einfach immer allopathisch, immer weghaben. Immer einfach Krankheit, den Sinn abstreiten, weg. Und ich denke, der Körper weiß schon ganz genau, was er macht. Und der Körper heilt sich immer nur selber. Der Arzt heilt dich nie. Der Arzt, was kann er machen? Was wollte er machen? Wollte mir irgendwas verschreiben? Oder die Leute haben gemeint, ja, Tetanus oder Typhus, weiß nicht mehr was. Impfen, ob ich geimpft bin und dann infizieren. Und was weiß ich, kein Dreck dran kommen. Und ja, was soll er machen? Dann gibt er einen noch Antibiotika. Anti gegen die Bakterien, dann gibt er einem vielleicht noch Schmerzmittel gegen die Schmerzen. Ich weiß nicht, ich denke, es hat halt Sinn und ja, heilen tut es deswegen nicht schneller, es ist einfach nur eine Verdrängung und die ganzen Gifte, die der Arzt mir dann zusätzlich reinpumpen würde, wie diese Impfungen, wie Antibiotika oder Schmerzmittel, muss mein Körper ja wieder loswerden. Und ich denke, das heilt jetzt super, ja. Ist halt immer mit Family sehr schwierig, dann das zu erklären. Oh, dann oder auch mal war dann natürlich schon wieder schwierig. So, oh, aber glaubst du denn nicht zum Arzt? Und dann, ja, wenn die Leute halt mal ihr Leben lang solche Informationen in sich reingetrichtert bekommen haben, jeden Tag, dann ist es halt schwer, das mal wieder in ein anderes Bild zu rücken. Und ja, man kann es ja nicht verübeln. Ich meine, man kriegt es ja jeden Tag erzählt, jeder erzählt einem das Gleiche. Aber ja, die meisten Leute denken eben einfach gar nicht richtig wirklich drüber nach, informieren sich nicht selber, wissen nicht, was hinter diesen Ansätzen steckt. Und ja, in der Schulmedizin, dahinter steckt halt einfach immer dagegen. Der Ansatz ist halt, eine Krankheit ist da und man möchte sie weghaben. Ich denke mir, Krankheit ist eine Heilung, macht dich ganz. Und du solltest froh sein, wenn du krank bist. Das heißt, dein Körper heilt dich gerade, bringt dich wieder ins Gleichgewicht. Heilung heißt ganz sein. Es gibt auch so einen Spruch, willst du gut sein oder ganz sein? Und ja, heil sein heißt einfach ganz sein, nicht nur eins sein. Heil sein bedeutet gut und schlecht sein. Und Krankheit ist, denke ich, einfach nur, dein Körper heilt sich. Rückt's wieder gerade. Du solltest einfach die Probleme dann, was dahinter steckt, überlegen. Was könnte dahinter stecken? Und ja, viele werden dann wieder sagen, oh ja, gefährlich und religiös oder was auch immer. Und ja, ich weiß nicht. Ja, man kann das ganz gut, denke ich, vergleichen mit einem Architekten oder Bauherr. Der hat ein Bild in seinem Kopf und möchte sich jetzt ein Haus bauen. Der hat seine Vision in seinem Kopf und das möchte er jetzt auf die äußere Welt projizieren. Und das kann man jetzt mit der Krankheit vergleichen. Der Körper will einfach nur diese konzentrierten Stoffe oder was aus dem Ungleichgewicht gebracht wurde, je nachdem, Gedanken, Emotionen, alles Mögliche, loswerden. Das ist seine Vision. Und dann sucht er sich halt ein Ventil, was halt gerade am besten zur Verfügung steht, wie er das aus dem Körper loswerden kann. Und wenn ich das jetzt übertrage, wenn ich jetzt verhindern will, dass der Architekt oder der Bauherr ein Haus baut und ich nehme ihnen jetzt die Steine weg, die Ziegelsteine, weil er es aus Ziegelsteinen bauen wird, das wird ihn jetzt nicht großartig daran hindern. Er wird andere Wege suchen, das wird vielleicht dann ein bisschen länger dauern, bis er dann sein Haus baut. Aber dann wird er das halt aus Holz bauen, dann wird er sich irgendwo in den Wald gehen und ein paar Bäume fällen. Wenn da wirklich der Wille dahinter ist, dann wird er das machen. Und mit der Krankheit ist es genauso. Es ist nur eine Verschiebung. Es ist eine Verdrängung, danach kommt es wieder hoch. Das Problem ist deswegen nicht behoben. Wenn ich gegen den Krebs ankämpfe, wenn ich gegen irgendwas ankämpfe, gegen irgendeine Krankheit, das Problem wird damit nicht behoben. Es wird damit nur eine Zeit lang verdrängt und dann wird es wieder hochkommen. Es ändert nichts am Problem, es ändert nichts an der Tatsache. Und wenn ich einfach nur die Krankheit weghaben will, die wird einen anderen Weg finden. Ja. Wenn ich vorher, ja,
durch Impfungen irgendwie verdrängt, dann kommen halt Allergien und so weiter. Und so läuft es, denke ich, eher. Und das klingt für mich in meinen Augen wesentlich schlüssiger und habe ich einfach auf meinem Weg gemerkt, dass das einfach so wesentlich besser hinhaut. Und ja, ist, denke ich, ein ganz guter Vergleich. Oder Rüdiger Dahlke hat es zum Beispiel auch mal in einem Buch Integrale Medizin, wo er eben Krankheitsbilder deutet, hat er mal angebracht, dass er es einfach mit einem Freistoß, Elfmeter beim Fußball vergleicht. Dann sagt er, gibt es Causa Formalis, Causa Materialis und Causa irgendwas. Auf jeden Fall sind es die Zielursache gibt's. Die Zielursache ist, dass er gefoult wurde und jetzt ein Ausgleich geschaffen wird und er ins Tor schießen möchte bei dem Elfmeter. Oder was auch immer, einfach nur ein Elfmeter, er möchte ins Tor schießen. Er möchte einen Punkt machen. Das ist die Zielursache. Causa formalis sind die Formalitäten, zum Beispiel, dass er vorher pfeift in seine Pfeife und erst dann ist der Ball freigegeben, dann darf geschossen werden. Und material ist es eben causa die Gründe, materiellen Gründe, einfach die Gegebenheiten. Gegebenheiten sind der Ball, hat ein spezielles Gewicht, Tor hat gewisse Abmessungen. Und wenn ich jetzt, ich dürfte die Gründe einfach nicht verwechseln, damit ziehen wir dann die Gründe oft verwechselt, nur weil was weiß ich, wenn Leute einen hohen Vitamin-E-Spiegel haben, dann bekommen sie Krebs oder so, keine Ahnung, war jetzt nur mal so ein Beispiel. Und sowas wird dann herausgegriffen, aber pff, vielleicht ist es auch einfach, das ist doch nicht die Ursache, das ist doch nicht der eigentliche Grund, was dahinter steckt. Die Zielursache, das ist wie eben beim Fuß, bei diesem Elfmeter-Freistoß, ist es dann eben einfach, man dürfte nicht verwechseln, dadurch, dass der dann pfeift, dadurch, dass er in seine Pfeife pfeift, dass der Spieler deswegen jetzt auf das Tor schießen würde. Natürlich, das ist halt eine Gegebenheit und das ist formell so geregelt. Aber das ist nicht der Grund, dass der da jetzt der alleinige Grund. Und man dürfte da immer die Sichtweisen nicht immer nur auf eins beschränken, sondern oft ergänzen sich die Sichtweisen auch und schließen sich gar nicht gegenseitig aus. Und da dürfen wir, denke ich, nicht zu so engstirnig sein und soll da, denke ich, einfach nicht dogmatisch auf ein System eingefahren sein, sondern gewisse Ursachen einfach dahinter dann schauen und dann auch schauen, was geistig dahinter stecken könnte, hinter meiner Krankheit, was ich da habe. Es hat eben meistens einen Sinn und es ist immer für den Betroffenen am schwersten, es zu erkennen, aber man kann da ganz gute Übungen bekommen und so kann einem das Leben dann viel leichter fallen, wenn man die Sachen offen ehrlich angeht, sich mit konfrontiert und ja, die Dinge mutig und offen angeht. Und ich hoffe, das werden viele Leute in Zukunft machen und dass die Welt da ein bisschen umdenken wird und wieder mehr Selbstverantwortung, Selbstverantwortung für seinen Körper, für alle Dinge, die in seiner Umwelt geschehen werden, für die ganzen Dinge übernehmen. Selbstverantwortung. Da fängt es an, nicht die Verantwortung auf andere Leute zu schieben, auf äußere Umstände. Ja. Hinterlasst mal einen Kommentar unter dem Video, wie ihr das mit eurer Familie so macht. Erzählt ihr dann einfach gar nichts oder wie macht ihr das? Oder sagt dann einfach, ja, ihr wart beim Arzt und der hat mir das gesagt. Oder ja, wie handhabt ihr das so? Würde mich mal interessieren. Hinterlasst einen Kommentar einfach unter dem Video. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace.